Herzlich willkommen bei 23 Bau TV. Wir sind jetzt kurz vor dem Planetarium, also vor Baufeld 19 angekommen und blicken hier auf die Baulogistikstraße bei Baufeld 18. Und es gibt Nachschub. Der fährt gerade hier rein. Rückfahrlicht ist aus, also jetzt hat er angedockt. Gleich gibt es einen neuen Beton. Und wo fließt der hin? Der fließt in die Stützwand von Baufeld 19. Links im Bild die erste Seitenwand fertig. Und hier geht es gleich weiter. Baufeld 19, Fahrspur 1 und links der Servicebahnsteig. Ist voll belegt mit Leuten, mit fleißigen Helfern. Also, ich schätze mal, das dauert da auch nicht mehr lang, bis es gegossen wird. Und jetzt noch mal ein Blick zurück. Vorbei an den Armierungsarbeiten von K3. Zur weißen Betonpumpe. Sie ist noch da. Also ich werde es beobachten. Vielleicht können wir da ja noch einen Schnappschuss machen. Ja, wo ist die zweite rote? Von wegen hier. Dükerzulauf. Es ist der Tunnel Richtung Charlottenplatz. Beziehungsweise Hauptbahnhof. Und jetzt, wie immer, wir blicken mal über diesen Sichtschutz. Der nächste Laster mit Material zum Verfüllen. Im Vergleich zum letzten Video, da ist noch nicht die letzte Schicht betoniert worden, aber die ist jetzt auch zugegossen.
Unterbau vom nächsten Treppenhaus, und zwar Bahnsteig 4, Südausgang. Die östliche Seitenwand vom Randkelch K3 in Baufeld 17. Oder ist es auf der Grenze zu 16? Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, das sieht schon schön massiv aus. Fehlt nur noch die Seitenschalung. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ich es verpassen will, abonniere am besten den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.